So, hallihallo. Es gibt wieder was Neues von 3DMark. Es gibt eine Beta-Version, die ich mir jetzt hier reingehauen habe und die muss ich euch unbedingt zeigen. Die nehme ich euch jetzt auf. Genau, wir starten das einfach mal. Es sieht voll schick aus, ich habe es mal gerade angeguckt. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Den gibt es bald demnächst zu, ja, also ganz normal als Testversion runterzuladen. Noch ist es eine Beta. So, schauen wir mal, wenn er geladen ist. Ich habe mir das schon angeguckt, sieht schick aus. Jawohl, da haben wir es geladen. Man befindet sich da so in einem Raum, wo hier schweben halt Raumschiffe rum und da UFO, das hier gerade irgendwie was hochheben will. Aber, und hier ist man hier. Ach, schau an, da hinten läuft auch jemand rum, der da gerade ein bisschen rumspazieren geht. Hier haben wir ein paar Waffenständer. Und hier, das kennt ihr aus Firestrike, meine Freunde. Das sieht dann halt so aus, dass man sich das hier alles in Virtual Reality anschauen kann. Während die da oben kämpfen. Ja, ist halt noch nicht ganz fertig, die Version, aber sieht echt schon cool aus. Wo ist der andere? Ah, der läuft da hinten. Geht es gerade zur Türe rein, oder? Ja, schau an, ey. Na schick, ich wollte euch das nicht vorenthalten, ich wollte euch das unbedingt... Oh, schaut mal, über mir ist noch ein Raumschiff. Naja, das kann ja schon was, ne? Und hier könnt ihr euch da schön umgucken, die Lava unten... Das sieht schon alles echt schick aus. Man braucht Haufen Bilder pro Sekunde. Bei mir läuft es super. Also ich kann nicht klagen. Ich müsste bloß mal messen, wie viele Bilder ich genau in der Sekunde habe. Weil wie gesagt, der Benchmark selber scheint noch nicht zu messen. Sondern eher... Ah, jetzt ist er hier hinten. Okay. Sondern eher, dass man, dass ich das einfach mal anschauen kann. Aber ich wollte euch das mal zeigen. Es sieht echt, echt... Oh, schaut mal hier. Ist das geil. Das ist schon echt Grafik. Da freut man sich drauf. Das ist echt schick. Na? Na, gucke an. Das ist schon echt schön gemacht. Jo, Batsch. Jetzt ist es da runtergeplumpst. Ja, also das ist praktisch dieser Benchmark, den es da halt gibt, wirklich in so einer Art Fenster drin, in so einer Vitrine, im Aquarium oder wie auch immer man das nennen will. Und dann macht er den halt. Das ist schon geil. Ja, voll schick. Gut, Leute, das wollte ich euch zeigen. Es ist halt eben, ja, mal wieder was Neues. Und das kann man ja niemandem vorenthalten. Und deswegen verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.